Ja, wir beschäftigen uns damit, weil wir vor allem umweltfreundliche Verfahren entwickeln wollen, um Kunststoffe zu recyceln. Das ist zunächst erstmal die naheliegendste Option, weil wir Kunststoffflaschen, Plastiktüten und ähnliche Produkte, die wir häufig nur wenige Male verwenden, nicht in die Umwelt entlassen sollten, sondern wir sollten versuchen, auch die Rohstoffe wieder zu gewinnen. Und dafür bietet es sich grundsätzlich an, Enzyme zu verwenden, um diese abzubauen. Man kann das so sagen, dass sie Plastik fressen. Wir haben uns vor allem mit Enzymen beschäftigt, die einen wichtigen Kunststoff, PET, Polyethylentereftalat, abbauen, wie wir ihn häufig in Getränkeflaschen vorfinden. Hier zum Beispiel in solchen Plastikflaschen halt. Und dieser Kunststoff, den kann man grundsätzlich mit Enzymen abbauen, weil es ein Polyester und Esterbindungen lassen sich vergleichsweise einfach spalten. Und bereits vor 15 Jahren etwa hat man begonnen, Enzyme zu suchen, die PET abbauen können. Das ist vor allem ein Enzym, das heißt Cutinase. Ausschlaggebend für unsere aktuelle Forschung war aber eine Entdeckung vor gut 2 Jahren, wo eine japanische Arbeitsgruppe ein Bakterium gefunden hat, das eben PET abbauen und auch verstoffwechseln kann. Und daran sind 2 Enzyme beteiligt, die sogenannte PETase, Petase, und ein zweites Enzym, MHETase, das wir nun aktuell intensiv untersucht haben. Ja, also Polyester bestehen aus Esterbindungen. Da habe ich eine relativ leicht spaltbare chemische Bindung. Und das können prinzipiell Enzyme, die auch den Namen Esterasen haben. Aber sie müssen natürlich das Polymer akzeptieren als großes Strukturmolekül. Und die PETase ist eben in der Lage, sich an die Oberfläche dieser Kunststofffaser anzuhaften und daraus zunächst erstmal Bruchstücke zu machen. Und für das Enzym wurde die Struktur auch schon im folgenden Jahr aufgeklärt, damit man auch besser versteht, wie das Protein räumlich aufgebaut ist und wie man es dann auch verbessern kann. Und wir haben in Zusammenarbeit mit Dr. Gerd Weber und Dr. Palm vom Institut für Biochemie es geschafft, die Struktur des 2. Enzyms erstmalig aufzuklären. Das hilft uns nicht nur, am Computer zu sehen, wie das Protein aussieht, sondern wir konnten auch zeigen in unserer aktuellen Veröffentlichung, wie wir das Enzym besser machen können, also aktiver machen können, denn das ist ja auch sehr wichtig. Wir müssen ja sehr aktive, effiziente Enzyme haben, damit in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Enzymen dieser Kunststoff wieder in die Bausteine zerlegt werden kann. Ja, man muss zunächst erstmal das Enzym herstellen können. Das haben wir in dem Darmbakterium E. coli gemacht. Man nimmt also die Sequenz, den Bauplan, den es für dieses Enzym gibt. Dann können wir das Enzym in E. coli herstellen. Dann müssen wir das reinigen. In E. coli sind ungefähr 2000 verschiedene Enzyme drin. Wir müssen also eine Technologie haben, um genau unser Zielenzym sauber zu isolieren. Und dann geht es darum, es zu kristallisieren, was die nächste große technische Hürde ist. Da haben wir eben die große Expertise in der Arbeitsgruppe von Dr. Gerd Weber zusammen mit Dr. Gottfried Palm, denen es eben gelungen ist, Kristalle zu bekommen. Und der nächste Schritt ist, diese Kristalle müssen durch Röntgenstrukturanalyse untersucht werden, um daraus abzuleiten, wie dann die Raumstruktur aussieht. Auch das war ein sehr mühsamer Weg. Und letztendlich ist das in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Institut in Berlin am BESI 2 gelungen, eine Kristallstruktur zu bekommen, die wir eben auch auflösen konnten. Und jetzt haben wir eben die räumliche Struktur dieses Proteins erhalten. Das war aber schon ein Zeitraum von ungefähr 2 Jahren. Ja, man beschäftigt sich, soweit ich weiß, seit ungefähr 20 Jahren mit der Fragestellung, wie können wir Kunststoffe auch wieder abbauen. In der Regel wollen wir ja Kunststoffe auch langfristig nutzen. Denken Sie an einen Kunststofffensterrahmen, der soll natürlich möglichst lange halten und nicht von Bakterien oder Enzymen abgebaut werden, dann fällt Ihnen das Fenster aus dem Rahmen. Wir wollen aber auch Kunststoffe haben, die wir nur wenige Male verwenden, wie eben die Plastikflaschen oder Tragetüten.
Und da ist es natürlich wichtig, die wieder zu recyceln. Deswegen hat man frühzeitig begonnen, sich auch Gedanken darüber zu machen. Es gibt auch seit geraumer Zeit auch biologisch abbaubare Kunststoffe, aber eben nicht für alle Anwendungsbereiche. Also unsere Vorstellung ist, dass wir mit diesen beiden Enzymen, die jetzt bekannt sind für den Abbau von PET in die Bausteine Terephthalsäure und Ethylenglykol, dass man eine Anlage bauen könnte, in der wir die Flaschen oder den Plastikabfall, der aus PET besteht, dass der eingesammelt wird, wie wir das ja schon im dualen System grundsätzlich tun oder mit dem Pfandsystem, und dann diese in einer Fabrikanlage gezielt in die Bausteine wieder zerlegt werden. Es gibt mehrere Unternehmen in Europa, aber sicherlich auch im Rest der Welt, die sich mit genau dieser Fragestellung beschäftigen. Und die Technologie ist mittlerweile schon recht weit fortgeschritten. Und ich denke, unsere jetzt ermittelte Struktur des Proteins hilft dort deutlich weiter, weil wir eben die Enzyme auch noch schneller machen können. Aber wir dürfen dabei ja nicht vergessen, Erdöl ist immer noch vergleichsweise günstig und es ist vergleichsweise preiswert, den Kunststoff nach wie vor aus Erdöl herzustellen. Und ein Unternehmen, das versucht, den Kunststoff abzubauen, tut ja was Gutes für die Umwelt. Aber wenn die Terephthalsäure aus Erdöl sehr, sehr preiswert ist, dann rechnet sich ein enzymatisches Verfahren betriebswirtschaftlich nicht unbedingt. Daran müssen wir halt arbeiten. Ja, ich denke, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen Kunststoffen, wo wir aus chemischer Sicht eine sehr gute Chance haben, Enzyme oder auch Mikroorganismen zu finden, die abbauen können. Das gilt natürlich für PET, das gilt für Polymilchsäure, vielleicht auch für Polyurethan. Interessanterweise ist für Nylon, was ein Polyamid ist, auch noch kein Enzym beschrieben worden. Und für Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, die wir ja für die normale Plastiktragetüte verwenden, ist es chemisch einfach sehr schwer, dort erstmal einen Anknüpfungspunkt für das Enzym zu finden, damit ein Abbau überhaupt stattfinden kann. Das ist eine große Herausforderung. Der zweite Punkt ist, dass wir nicht nur die Vielzahl der Kunststoffe haben, sondern wenn wir uns vorstellen, Mikroplastik im Abwasser oder im Meer, da müsste ich ja einen ganzen Enzymcocktail haben, die müssen diese Partikel finden und dann auch abbauen. Das ist wirklich eine Herausforderung, der wir uns im Moment noch gar nicht wirklich stellen können.